Cheftrainer Kostas Roniáš vom 1. FC Kaiserslautern und unser Co-Trainer Steffen Ziffert sind jetzt hier bei uns in der Pressekonferenz. Tommy Stipic müssen wir heute mal entschuldigen, weil die Stimme ist weg. Wir wünschen auf diesem Weg auch gute und schnelle Besserung. Das Spielfazit von FCK-Trainer Kostas Roniáš, bitteschön. So passt jetzt, ja. So ist gut. Ja, wir sind natürlich nicht zufrieden. Wir wollten heute gewinnen. Wir wussten aber auch, dass es keine einfache Aufgabe für uns sein wird, dass wir hier auf eine Mannschaft stoßen werden, die alles versuchen wird, um uns daran zu hindern und entsprechend auch mit Körpersprache, Einsatz und alles, was noch dazu gehört, uns entgegenwirken wird. Wir haben, glaube ich, auch ganz gut dagegen gehalten. Am Anfang der ersten Halbzeit war ja eine kuriose Geschichte und hätte der Schiedsrichter auf Elfmeterpunkt gezeigt und ihn auch ausführen lassen, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr an den Fußballgott geglaubt. Insofern hatten wir in dieser Situation Glück gehabt, dass das Schiedsrichtergespann nochmal diskutiert hat und dann diese Situation in der zweiten Überlegung anders bewertet hat mit dem Pausenergebnis 0-0. Waren wir nicht ganz unzufrieden. Wir wussten, dass wir uns steigern müssen, um hier noch einen Dreier zu holen. Ich denke, das haben wir getan in der zweiten Halbzeit. Wir sind volles Risiko gegangen, haben versucht, nach vorne zu spielen, haben uns auch die eine andere Chance herausgespielt. Der Keeper aus Aue, der hält besonders gut. Immer gegen Kaiserslautern habe ich mir sagen lassen, das hat er heute auch wieder getan und hatte sicherlich gute Chancen pariert. Insofern, nach dem Spiel ist man sicherlich etwas enttäuscht, ist man nicht ganz zufrieden. Aber ich habe vorhin schon auch in den Interviews gesagt, unsere Saison hat ganz, ganz verrückt begonnen im ersten Spieltag. Da haben wir es geschafft, 0-2 umzubiegen in Unterzahl und sind als Sieger vom Platz gegangen. Wir werden jetzt alles daran setzen diese Woche, dass wir unser letztes Heimspiel gewinnen. Und dann bin ich auch ganz sicher, dass wir dann auch eine ganz verrückte Saison am Ende auch haben werden.